So, servus Leute, herzlich willkommen beim Angelkeller-Blog Teil 2. Ja, erstmal danke fürs Feedback, ich habe mir die Kommentare alle durchgelesen. Es sind wirklich gute Ideen dabei und ich denke, da können wir einiges starten in nächster Zeit. Wird dann auf jeden Fall auch regelmäßig kommen, die Blogs. Je nachdem, wie wir halt Bock haben. Und zwar, wie gedacht, fangen wir heute mal an mit der Rudervorstellung. Also, dass ich euch einfach mal meine Ruder vorstelle, mit denen ich gern angel. Und ja, ist nichts Besonderes. Ganz normale Ruder, alle erschwinglich. Fangen wir mal an. Wir haben hier zum einen mal die Browning Micro Regular. Das ist eine leichte Poserrute, also wie eine Matchrute praktisch. Bloß ein bisschen kürzer, die hat, mal gucken, 2,70 Meter. Mikrowäckler, das sind diese kleine Wäckler und da wird eigentlich mit Pellets auf Karpfen gefischt. Das kommt aus England. Aber ich nehme die gerade ganz gern bei uns am Fluss auf Barbe und Döbel. Weil 3 Meter ist eine coole Länge, also 2,70. Und es macht unglaublich Spaß mit der Rute zu drillen und die ist dazu noch extrem leicht. Also da kann man wirklich stundenlang fischen und merkt nichts. Also wirklich super Teil. Kostet unter 100 Euro und kann man nichts falsch machen. Dazu einfach eine kleine Rolle, nichts Besonderes. Dann gucken wir mal weiter. Viele fragen immer, ey, was ist das für eine grüne Rute, wo du da hast? Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mal in Venedig gekauft und zwar einfach nur, weil sie so geil aussieht und auch so vom Gefühl her. Richtig nette, leichte Rute. Und ja, das Beste ist, das ist eine Tintenfischrute. Ich weiß gar nicht, wie man auf Tintenfisch angelt. Wichtig ist nur, dass man da anscheinend eine feine Spitze braucht. Und was liegt da nahe? Ganz einfach, Winkelpicker-Angler. Und der hat wirklich eine feinere Spitze wie so manche Winkelpicker, wo man bei uns im Handel kriegt. Und ja, man sieht jeden Biss von jedem kleinsten Fisch. Und deswegen nehme ich die eigentlich als Winkelpicker, richtig geile Rute, hat 20 Euro gekostet und ist wirklich sehr, sehr hochwertig, muss man echt mal sagen. Ich weiß nicht, ob man die kaufen kann oder wo es die gibt. Heißt Squid 210. Die Karpfenangler werden wissen, was Squid heißt. Das heißt Tintenfisch. Ja. Dann haben wir hier zwei Ultraleichtspinnrute. Zum einen mal die Berkeley Cherrywood. Ist ein Klassiker eigentlich. Hat glaube 25 Euro gekostet. Reicht für mich vollkommen aus, wenn ich mal an den Bach gehe zum Spinnfischen. Hat auch Rückgrat. Schöne Rute. Dann fische ich noch die Berkley Pulse. Das ist ein bisschen ein stärkeres Modell. Und die ist sehr, sehr hart. Damit kann man dann perfekt mit kleinen Corpitos zum Beispiel faulenzen. Ich finde, das sind härtere Rute immer besser zum faulenzen. So, weiter geht's mit meiner absolute Lieblingsrute, also Matchrute ist das. Und zwar ist das die Mitchell Privileg. Geile blau-schwarze Farbe. 4,20 Meter lang. 4,23 Meter. Auch extrem leicht, dreiteilig. Die habe ich schon ewig. Hast auch 100 Euro gekostet. Und ist einfach nur ein Genuss, mit der Rute zu fischen. Spürt jedes Rotauge und trotzdem kann man die Karpfen locker austrillen. Also wirklich, die Rute möchte ich nicht mehr missen. Richtig schönes Teil. Wenn wir schon bei der Matchrute sind, die muss ich mal kurz auspacken. So, und zwar haben wir hier eine Sportex Matchrute. Mal gucken, ob ich sehe, wie die heißt. HM Match 14. 4,25 Meter lang und 8 bis 35 Gramm Wurfgewicht. Das heißt, es ist eine schwere Matchrute. Und was kann da besser passen als Barbe- und Döbelangeln im Fluss? Ich habe mit der, habe ich damals angefangen zu fischen auf Barbe. Und man hat wirklich extreme Kraftreserve. Hier man sieht es, verschiebbare Rollerhalter.
Dann ein langer Kalkgriff. Ist wirklich ein Goldschatz, die Rute. Aber ich bin mittlerweile auf meine leichte Rute umgestiegen, weil ich kenne jetzt die Fische ein bisschen vom Drillverhalten und weiß, wie es ist mit den Hindernissen. Das heißt, da reicht mir die leichte. Aber sonst absolut geile Rute. Keine Ahnung, wo die herkommt, die habe ich mal gewonnen. Aber echt super Teil. So, was haben wir hier? Shimano Perfection, eine Spinnrute. Ich weiß gar nicht, wie lang die ist, aber man sieht auch die Aufschrift nicht mehr. Die ist schon echt ziemlich alt. Die habe ich nämlich auch mal gewonnen. Das war in der Jugendgruppe noch. Ja, circa 2,70 bis 3 Meter lang. Und aber eher weich die Rute. Das heißt, ich habe sie auch in Dänemark zum Meeresangler dabei gehabt, auf Meerforelle und Blattfisch. Und ja, super Verarbeitung. Shimano, klar. Die macht nochmal keine schlechte Sache. Und als Allround-Rute wirklich super geeignet. Auch für Aal zum Beispiel. Was haben wir hier? Das ist meine Waller-Rute. Das ist die Jensi Baitmaster Fastcast. Nette Rute, sieht gut aus und absolut zuverlässig. Kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas schief gehen sollte beim Drill. Und der vertraue ich wirklich. Bis jetzt muss ich erst noch einen Waller fangen. Aber ich denke mal, da gibt es keine Probleme. Hier geht es mit meiner Feederrute. Auch dreiteilig, und zwar ist das die Browning Force Feeder mit 120 Gramm Wurfgewicht. Schönes Ding, zuverlässig. Enormes Rückgrat und zur Method Feeder auf Karpfen oder am Flussfischen, wenn was Größeres einsteigt, optimal. Auch zum Quabberangler habe ich die im Einsatz. Gibt es drei Wechselspitze dazu. Preislich okay, also kann man wirklich nur weiterempfehlen. Was haben wir hier noch? Das ist eine Baitcast Combo. Und zwar die Kaliber von DHM. Ja, war recht billig, aber ich bin ja auch nicht so super Spinnfischer. Die ist wirklich relativ selten im Einsatz, manchmal auch mit Köderfisch und Pose dann. Aber macht auch einen soliden Eindruck und absolut zuverlässig auf jeden Fall. Die Rolle hier, die ist natürlich ein billigerer Preisbereich. Das heißt, man kann da jetzt auch keine Ultraleichtköder werfen, sondern der Köder muss schon mindestens 10 Gramm haben. Aber große Wobbler, Spinner und so, Gummifische, kein Problem. Und mir persönlich macht es echt Spaß, mit sowas zu fischen auf Hecht. Und wenn ich Spinnangler wäre, dann würde ich mir da bestimmt auch mal was Besseres rauslassen. Aber so, für mich reicht das vollkommen. Ja, kommen wir noch schön zu der Karpfenrute. Und zwar fische ich momentan die Sportex Competition Carp in, was hat die, ich glaube 3,25 Lips. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen übertrieben, aber ich habe damals auf der Messe ein richtig gutes Angebot erwischt, nämlich zwei Ruder zum Preis von einer. Ja, die Rute hat mich noch nie im Stich gelassen, ist wirklich super klasse Rückgrat, aber ich denke, dass ich mir jetzt auch mal leichtere Ruder hole auf jeden Fall. Zum Karpfenangeln, aber die bleiben natürlich trotzdem hier am Flussfischen zum Beispiel. Da brauchen wir dann schon mal drei Lips oder so, dass man auch ein bisschen Rückgrat hat. Ja, aber sonst nette Rute für Einsteiger, sind auch relativ preisgünstig und mit Sportex kann man eigentlich nie was falsch machen. Ja, ich glaube, das war die Rute, wo wir immer noch regelmäßig im Einsatz sind. Ah, da haben wir noch was. Für die Schwarzangler unter euch. Ne, Spaß, Schwarzangler darf man nicht. Hier zwei Mini-Teleskop-Rute. Oder für die Frauen. Einfach in die Handtasche rein und gut ist. Ja. Denk mal, auf Karpfen sollte man mit sowas nicht fischen. Aber so am Bach oder so. Hätten die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Ich habe zum Beispiel mal 2-3 Kilometer laufen müssen, bis ich am Wasser war. Und
und habe mir einfach die zwei Ruder in den Rucksack gesteckt und noch einen kleinen Klappkescher und dann ist man natürlich extrem flexibel. Ja, das waren meine Ruder. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Ruder findet oder ob ihr sogar die gleiche habt vielleicht. Oder einfach, was ihr so fischt, was eure Lieblingsruder sind. Ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen oben lasst und was reinschreibt. Und natürlich gleich wieder Vorschläge für die nächste Angelkeller-Blogs. Wie gesagt, wir sind motiviert. Und die Herausforderung läuft auch soweit. Noch knapp 2 Wochen, dann kommt das Video online. Also, Jungs und Mädels, haut rein, geht ans Wasser, fangt ein paar dicke Fische. Bis zum nächsten Mal. Ciao.